Annas Mutter Mani, mein Tagebuch. Ohne Fleiß kein Preis. Hier in Deutschland, Arbeit ist wie Gott. Annas weiß, was Arbeit ist, von seinem Vater. Im kleinen Elektrogeschäft der Familie hat er schon früh mit angepackt. Nach einem Jahr hast du ja dann deine Arbeitserlaubnis bekommen und hier angefangen zu arbeiten, Vollzeit im Schnellrestaurant. Wie war das für dich? Ja, es war wirklich sehr stressig. Also ich musste die neuen Namen lernen. Ich wusste früher nicht, was eine Big Mac oder Big Tasty Bacon, was das überhaupt ist. In Syrien haben wir ja kein McDonald's. Das gibt's gar nicht in Syrien, McDonald's. Okay, aber kulinarisch hast du ja dann nicht so viel verpasst. Ja, nicht viel verpasst, aber ich habe immer wirklich sehr gerne hier gegessen. Und vor allem habe ich so viel Essen bekommen umsonst, aber davor habe ich kleinen Bauch bekommen und fettige Haare. Du hast mir erzählt, dass es dir und deiner Familie vor dem Krieg eigentlich sehr, sehr gut ging. Ja, finanziell wart ihr gut gestellt, du hattest Abitur. Dann bist du hierher und musstest nochmal komplett bei Null anfangen. Wie war das für dich? Das war wirklich verdammt hart für mich. Also in Deutschland, Flüchtlinge gehören ja zu der niedrigsten Stufe. Aber in Syrien ging uns wirklich auch sehr schlecht. Wir hatten unsere Wohnung durch den Krieg verloren und unsere Hoffnung auch. Was hast du mit dem ersten Geld gemacht, was du bei McDonald's verdient hast? Ja, mein Vater früher hatte mir 3000 Euro, also sein erspartes Geld, für das Flucht ausgegeben. Mehr war so wichtig, dass ich ihm später was zurückgeben kann und habe ich sehr getan. Und jetzt arbeitest du ja hier neben deinem Studium. Seit wann denn eigentlich? Ja, schon über ein Jahr. Im Lockdown-Zeit habe ich hier angefangen. Ich habe bemerkt, dass die hier wirklich Mitarbeiter brauchen. Es war eine schwierige Zeit für die Mitarbeiter. Ich bin hierher gegangen. Ich wollte auch mal wieder helfen. Und der Kontakt zu den Menschen war mir super wichtig. Ja, verstehe ich. Und dann bist du einfach hin und konntest direkt anfangen, oder wie war das? Ja, aber so einfach war das nicht. Ich brauche davor meinen Lebenslauf, eine ordentliche Anschreiben und meine Zeugnisse davor. Ja, das ist ja hier immer so die Sache. Wir lieben ja Papier und Bürokratie, ne? Ja, in Syrien war es viel einfacher. Also ich konnte direkt zu dem Chef mal gehen und fragen, ob ihr mich braucht. Und dann einen Tag später habe ich damit angefangen. Ich war noch nie in der Max-Schmeling-Halle und du hast hier sogar gearbeitet. Ja, also ich habe 3 Jahre lang hier gearbeitet. Ich habe Bier gezapft und Currywurst verkauft. Und ich habe gesehen, was die Deutschen nach ihrer Arbeit machen. Was machen die denn so nach der Arbeit? Die gehen auf Sportveranstaltungen und Konzerte, kaufen Bier und essen Currywurst. Und ja, ich habe dann verstanden, was das Begriff Feierabend bedeutet. Was bedeutet denn das? Naja, Spaß haben und nicht an die Arbeit denken. Und nächstes Mal, wie du mir, so ich dir.